Auf der Suche nach einer Lösung habe ich mich erst einmal im Internet umgeschaut. Zunächst einmal wollte ich wissen, was am Himmel los ist. Ich ging auf meine Startpage und fragte, warum hat sich der Himmel verändert? Boah, ich war schon überrascht. So viele Einträge. Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass ich so viele Antworten schon oder dass sich so viele Menschen schon mit diesem Thema beschäftigen. Okay. Chemtrails. Was steht da noch? Was ist am Himmel los? Chemowolken. Also natürlich ist das am Himmel natürlich nicht, das ist ganz klar. Dann lesen wir wieder Chemtrails, dann irgendwas zum Thema Klima und Physik und dann wieder Chemtrails. Ich habe da noch weiter gesucht und jedenfalls hat sich der Begriff Chemtrails sehr dominant durchgesetzt. Gut, dachte ich. Ich habe mir einen Überblick verschafft, habe hier und da noch mal reingeschaut und habe aber gedacht, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, weil wissen tue ich es nicht, vorstellen kann man sich das überhaupt nicht und außerdem wollte ich mehr nach Lösungen suchen. Also begann ich meine Startpage zu fragen, was kann man denn tun gegen Chemtrails? Und auch da gab es schon einige Informationen. Als erstes lese ich Filter Mundschutz. Was ist das? Okay, der Kopfverlag verkauft hier einen Mundschutz. Naja, also nichts gegen den Kopfverlag, aber das ist für mich keine Lösung. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass man im Grunde eigentlich Erschöpfer ist. Ich denke, wenn wir einen Mundschutz kaufen, dann geben wir ja auch irgendwie das Okay und passen uns dieser Situation an. Nee, also das ist nicht, wonach ich suche. Wenn man weiterschaut, dann gibt's einige Informationen zu Vorbeugungsmaßnahmen, also verschiedene Möglichkeiten, wie man die Schwermetalle wieder aus dem Körper leiten kann. Das ist schon auch interessant, weil man hier eine Verbindung sieht zwischen der verbreiteten Schwermetallvergiftung in der Bevölkerung mit den Chemtrails und den damit verbundenen Veränderungen im Himmel. Kann man sich, denke ich, auf jeden Fall nochmal anschauen. Aber es ist trotzdem noch nicht das, was ich an Informationen suchte. Ich startpagete also weiter und stieß dann recht bald auch auf das Stichwort Orgonite und Cloudbuster. Davon hatte ich noch nie zuvor etwas gehört. Neugierig schaute ich mir einige Beweisvideos auf, weil Beweise finde ich eigentlich grundsätzlich gut, wenn man etwas behauptet und es auch beweisen bzw. gleich vorführen kann. Und ja, ich war schon ganz schön beeindruckt, muss ich sagen. Und ich dachte nur, also wenn das stimmt. Aber irgendwie fiel es mir doch es total schwer, das zu glauben. Und da ich eigentlich im Grunde nicht glauben will, sondern wissen möchte, habe ich beschlossen, es einfach selber auszuprobieren. Probieren geht ja schließlich über Studieren. Und dann werde ich nicht mehr glauben müssen, sondern ich werde es dann wissen. Mir war damals nicht klar, dass dies ein richtiges Abenteuer werden sollte. Aber schaut selber. Ich begann einen Cloudbuster zu bauen, nach Internetanleitung, die ich über meine Startpage gefunden hatte. Aber was ist ein Cloudbuster? Der Erfinder des Cloudbusters ist Wilhelm Reich. Er lebte von 1897 bis 1957. Er war Psychoanalytiker, Soziologe und Naturwissenschaftler. Er war ein Zeitgenosse von Sigmund Freud und Albert Einstein. Er hat auch mit beiden zeitweise in Kontakt gestanden bzw. zusammengearbeitet, aber schließlich haben sich dann die Wege und auch die Anschauungen getrennt. Wilhelm Reich hatte herausgefunden, dass man mit einem Cloudbuster, den man auf die Wolkendecke zielt, richtige Löcher erzeugen kann und der blaue Himmel wieder sichtbar wird. Er ging davon aus, dass man mittels dieser einfachen Technologie die erstarrte Atmosphäre wieder beleben kann. Die Atmosphäre erstarrt zum Beispiel durch die Nuklearstrahlung, durch Elektrosmog, was verursacht wird durch die elektromagnetische Strahlung von Handys, den Sendemasten, die mittlerweile überall stehen, sämtliche elektrischen Geräte und kabellose Übertragungsverfahren und natürlich auch durch die künstliche Wetterbeeinflussung. Er nannte diese energetische Qualität der Atmosphäre DOR oder tödliches Orgon. Nach Wilhelm Reich ist DOR also erstarrte, bewegungsbeeinträchtigte Energie.
Das Orgon selber, also die für uns gesunde Atmosphärenenergie, ist voller Bewegung und Aktivität. Man merkt es dann auch sofort, dass die Luft einfach frischer ist, selbst wenn es hitzig ist. Die Orgonenergie ist für Reich die Lebensenergie, also die Energie, die uns nährt, die uns Kraft spendet, und es ist die Energie, die uns miteinander verbindet, hier auf der Erde und im gesamten Universum. Und es ist auch die Energie, die uns im Sexualakt, also wenn wir voller Liebe uns einem Partner oder einer Partnerin hingeben, durchströmt, und es Lebenselixier schlechthin. Sie kommt von dieser einen Quelle der Urschöpfung und wird deshalb manchmal auch als der Hauch oder der Atem unserer Urschöpfung bezeichnet. Und wenn jetzt der eine oder andere von euch denkt, oh mein Gott, nicht schon wieder so ein Esoteriker, dann halt, 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 meine Lieben. Das ist keine Esoterik. Das sind aktuelle Forschungserkenntnisse aus den Gebieten der Physik, Biophysik und Psychologie, was in diesem Zusammenhang als Esoterik aber abgestraft wird. Aber lasst euch nicht täuschen, das ist tatsächlich eine wunderbare, ganzheitliche Wissenschaft, die uns Menschen dient. Wir müssen sie einfach nur bedienen. Diese ganzheitliche Wissenschaft erstreckt sich über mehrere Fachgebiete hinaus. Aber kommen wir nun zu Wilhelm Reich und seiner Orgonenergie zurück, bevor ich euch zeige, wie ich gestartet habe. Wilhelm Reich nannte diese alle umfassende Energie Orgon, und sie ist die gleiche Energie, die bei den Chinesen das Qi genannt wird, bei den indischen Lehren als Prana bezeichnet, in der Physik die Quanten und in der Biophysik die Biophotonen sind. Das Dor, also die erstarrende Orgonenergie, führt zu Trockenheit, Hitze und schließlich zur Wüstenbildung. Weltweit haben wir eine rasante Wüstenbildung, die sich auch über Europa ausbreitet. Vielleicht hast du schon davon gehört, dass zum Beispiel der Süden Spaniens auch schon betroffen ist. 20% Spaniens sind als Wüste anzusehen. Man erwartet eine Wüstenausdehnung auf 30%. Weltweit wandeln sich riesige Ackerflächen in Wüsten um. Um mal diese Dramatik bildlich darzustellen und überhaupt eine Vorstellung davon zu bekommen, jede Minute werden etwa 32 Fußballfelder große Ackerflächen zu Wüstenlandschaften. So kann man das nachlesen auf www.heise.de. Auf infoarte.tv erfahren wir, dass auch China von der Wüstenbildung betroffen ist. So schreiben sie im August 2013. China. Und überall wird Wüste sein. Inzwischen sind ein Drittel Chinas wüstes Land geworden und immer heftigere Stürme blasen weitere Millionen Tonnen Sand aus dem Osten in den Westen Chinas. Es ist nur zu dumm, wenn man gerade den Forscher verhöhnt, der für dieses Problem eine Lösung hat. Mittels Reichstechnologie kann man es nämlich in der Wüste wieder regnen lassen. In verschiedenen Regionen laufen erfolgreich mittels dem Cloudbuster Wüstenbegrünungen. Eine Wüstenbegrünung, die 2004 in Algerien begann, am Rande der Sahara, wird auf folgender Seite näher beschrieben, www.desertgreening.com. Ein Originalvideo aus dieser Zeit findet ihr in meiner Playlist. Mithilfe der Cloudbuster von Wilhelm Reich konnte gezielt Regen erzeugt werden und die Atmosphäre in Algerien nachhaltig belebt werden. Heute wachsen hier wieder Nutzpflanzen, Biopflanzen, die den Menschen dort eine wunderbare Zukunftsperspektive bieten. Wilhelm Reichs Erkenntnisse haben sich also in diesem Projekt bestätigt. Würden sie sich auch in meinem Projekt bestätigen? Ich konnte es kaum erwarten, mit meiner kleinen Forschung zu starten. Ich begann, mir meinen ersten Cloudbuster zu bauen.